Ich werde ja von Zeit zu Zeit gefragt, wo ich die Videos herhole, die ich dann immer verarbeite. Es ist tatsächlich nicht so einfach, immer Material zu finden, aber häufig fallen einem die Perlen nach relativ kurzer Zeit des Suchens in den Schoß. Das war zwar diese Woche nicht so, aber bei Durchsicht meiner abonnierten Kanäle bin ich relativ schnell auf das Familienministerium aufmerksam geworden und habe das mal angeklickt und mir angeschaut und das wollte ich euch mal zeigen. Mein Eindruck ist bisher, dass die willentlich und wissentlich dieselben Lügen verbreiten wie die anderen feministischen Organe und ja, möglicherweise da sich gegenseitig eben gefüttert wird mit Input. Die Videos auf dem Kanal des Familienministeriums lassen sich in etwa einteilen in Filme von Manu Schwesig, wie sie vor dem Bundestag oder Bundesrat spricht, Filme, in denen sie Kampagnen bewirbt oder in denen Kampagnen ja mit so einem Trailer oder so beworben werden, Filme, wo Veranstaltungen ja praktisch abgeschlossen werden, irgendwelche Workshop-Wochen oder sowas mit Jugendlichen und Kindern zum Beispiel, und last not least Filme von den verschiedenen Festakten mit den entsprechenden Gästen, und da kann man sich wirklich nur wundern, wie da alles rumläuft und seinen entsprechenden Senf da ablässt. Der ganze Kanal vom Familienministerium ist natürlich sehr professionell gemacht, aber daher treten dann eben auch professionelle Fehler auf, wie zum Beispiel an dieser Stelle hier, wo praktisch das ganze Drehbuch einkopiert wurde. Wer also mal ein Drehbuch lesen möchte oder wissen möchte, wie das funktioniert, da kannst du das hier angucken. Aber ich finde auch, dass das Familienministerium oder eben die Propagandaagentur, wie auch immer, da ein wenig widersprüchlich agiert. Denn zum Beispiel hat das Familienministerium eine Kampagne herausgegeben oder gestartet unter dem Motto Demokratie leben. Unter diversen anderen Videos ist aber die Kommentarabteilung gesperrt, sodass eben man die Demokratie an dieser Stelle nicht leben kann. Überhaupt hat man den Eindruck, dass diejenigen, die das betreiben, da nicht unbedingt diskutieren möchten. Das ist mehr so eine Art Propaganda-Plattform. Ob das klappt, möchte ich mal bezweifeln, weil so sonderlich viele Klicks haben sie nicht. Aber das geht ja dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf YouTube genauso, ne? Möglicherweise hat das professionelle Agenturteam hier Angst, dass sie ähnlich auf die Schnauze fallen wie bei der Veranstaltung mit den Jungs und Mädels aus der Grundschule, in der es eben um Rappen gegen Rollenbilder ging. Doch bevor ich darauf näher eingehe oder vielleicht auch noch andere Videos mal ranziehe und eine kleine Serie bastle, zeige ich euch mal einen kleinen Trailer aus dem Kanal. Allerdings ist mir da leicht die Schnittfunktion verrutscht. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Wenn es die Frauen nicht selber machen, dann machen es die Männer für sie. Die Gleichstellungspolitik steht auf der globalen Agenda ganz oben. Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig. Der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie, kurz IDAHO, Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig. Ich wurde von einer Frau aus meiner Partei gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mich kommunalpolitisch einzusetzen. Und nach einer Überlegungszeit habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich bin dabei. Wir haben Themen, die uns Frauen vor Ort bewegen. Und da macht es auch Spaß zu gestalten. Als ich gewählt wurde, sagte meine Kollegin aus dem Nachbarlandkreis Gießen, das ist ja so schön, jetzt hat sich die Frauenquote bei den Landräten um 100% verdoppelt. Ich glaube, wir brauchen in der Kommunalpolitik neue Impulse, neue Blickrichtungen. Und das geht nur, wenn Männer und Frauen gemeinsam das tun, wenn wir die beruflichen und persönlichen Erfahrungen von Frauen viel stärker in Kommunalpolitik einbinden. Wenn es die Frauen nicht selber machen, dann machen es die Männer für sie. Wir haben ein deutschlandweites, überparteiliches Netzwerk gegründet, das Helene Weber-Kolleg, um mehr Frauen für die Politik zu begeistern. Wenn es die Frauen nicht selber machen, dann machen es die Männer für sie. Ich möchte sagen, habt Mut. Seien Sie einfach die Kraft, die Ihre Kommune braucht. Ha 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 ha
um 100% verdoppelt. Naja, dürfte klar sein, wo ich geschnitten habe. Aber es ist eben auch klar, dass, wenn man nicht guckt, die doch mehr feministisch arbeiten als im Gender-Sinne sozusagen. Und schon gar nicht im Gleichberechtigungssinne, sondern es geht um Gleichstellung. Immer und immer wieder. Aber es wird eben auch gelogen, dass die Balken sich biegen. Ja, dazu dann später mehr, beziehungsweise jetzt erstmal zu den Jungs aus der Grundschule, wo ich der Meinung bin, dass sie das Filmteam verarscht haben. Das zeige ich euch mal. Eine Berufswahl ohne Grenzen, das ist leider noch nicht Wirklichkeit. Anlässlich des Girls Day und Boys Day 2015 wurde im Bundesjugendministerium ein Hip-Hop-Workshop angeboten, der die Rollenklischees vor allem in der Berufswelt zum Thema hatte. Die Schülerinnen und Schüler der Anna-Lindt-Grundschule diskutierten mit Bundesjugendministerin Manuela Schwesig, aber auch mit den Rappern von Was geht Alemannia? Mit dem Hip-Hop-Workshop im Bundesjugendministerium gelang eine spielerische, aber dennoch wirksame Auseinandersetzung mit überlieferten sowie neuen erweiterten Rollenbildern. Das sind Fragen, um denen sich um die Gleichberechtigung von Mann und Frau gilt bei der Arbeit. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gestellt, kriegen die Frauen und Männer bei ihrem Job den gleichen Lohn? Ja, hier erzählt der erste kleine Junge, dass er eben gelernt hat, wie das geht mit den Genderfragen und dass er gelernt hat, dass die Frauen weniger verdienen und versucht eben seine eigenen Nachforschungen anzustellen, indem er da möglicherweise Betroffene fragt, ob es denn bei ihnen auch so ist. Und das ist ja gar nicht dumm. Das ist sozusagen eine typische Genderfrage. Auf jeden Fall sagt er hier noch, das ist eine typische Genderfrage und das hat er ja nicht, das weiß er nicht, sondern das hat er natürlich gelernt in der Schule und dementsprechend plappert er auch nach, was er da gelernt hat. Und so ähnlich macht das wohl auch das kleine Mädchen hier. Warum ist es immer noch so, dass die Frauen mehr im Haushalt arbeiten als die Männer? Ja. Und bekommt dann folgende Rückfrage von der Frau Ministerin. Ist das bei dir zu Hause auch so? Ja. Hast du das dann bei deinem Papa schon mal gefragt, warum das so ist? Nein. Ja, warum hat das Kind jetzt ihren Papa noch nicht gefragt? Nach der Hausarbeit. Also möglicherweise sieht das Mädchen, gehen wir mal von traditionellen Verhältnissen aus, dass er den ganzen Tag arbeiten geht. Ja, möglicherweise sieht sie auch, dass er das Auto repariert und am Wochenende noch ein bisschen nebenbei arbeiten geht. Oder in der Wohnung was repariert, die Steckdosen repariert oder die Glühlampen austauscht. Und hat sich einfach nicht getraut, ihn zu fragen, warum er nicht noch mehr macht. Ja, die Aussage, die jetzt folgt von der Ministerin, ist doch total weltfremd im Gegensatz zu dem, wie es bei den Leuten zu Hause zugeht, bei den Kindern vor allen Dingen auch. Weil das ist nämlich eine ziemlich kluge Frage. Es kommt auch einfach von einem alten Bild, was so traditionell gewachsen ist, was auch immer noch oft so gepflegt wird, nach dem Motto, ja, die Frau kann sich um die Kinder und den Haushalt kümmern und der Mann geht arbeiten und kümmert sich halt um das Geld für die Familie. Ja, was die Kinder daran jetzt lernen, ist, dass sie das nachplappern sollen, was die Erwachsenen ihnen sagen. Ganz einfach. Und nicht, dass sie möglicherweise sich Gedanken machen sollen, woran es liegt oder so. Sie sollen es nachplappern. Sie kriegen da Vorurteile eingetrichtert. Das finde ich nicht in Ordnung, ne? Abgesehen davon, dass es eben auch nicht wirklich stimmt, sondern Frauen eben schlicht und einfach langsamer sind beim Putzen. Unter anderem, weil es ihnen deutlich wichtiger ist, wie reinlich es ist, wie sauber es ist zu Hause. Na, das sind die Gründe dafür. Und intuitiv weiß es auch jeder. Intuitiv weiß das jedes Kind so ungefähr. Nur die Erwachsenen aus dem Familienministerium, die kommen da nicht drauf. Denen muss man nach dem Mund plappern, so ein Zeug. Ne? Traditionelle Rollenmodelle langsam zu ändern, bleibt Aufgabe des Girls Day und des Boys Day. Die deutschlandweiten Veranstaltungen haben mittlerweile Tradition und sollen helfen, Rollenbilder aufzubrechen, um einen geschlechterneutralen Zugang zu allen Berufen für Mädchen und Jungen zu erreichen, orientiert an ihren Neigungen und Fähigkeiten und unabhängig von gesellschaftlicher Prägung. Zusammen mit den Musikern schrieben sie Textzeilen zu den Erfahrungen und Eindrücken des Workshops, um gegen bestehende Rollenbilder anzurappen, und sie standen zusammen mit den Rappern und der Ministerin auf der Bühne. Ja, und da die Kinder gemerkt haben, sag ich mal, vielleicht auch nur intuitiv, dass man die Leute da wohl nicht richtig ernst nehmen kann, hat der eine Junge von vorhin seinen Kumpel wohl entsprechend eingebrieft oder so. Der gibt jedenfalls auf Rückfrage zu Protokoll zu dieser Veranstaltung.
Für mich ist es auch der schönste Tag in meinem Leben, finde ich. Es war super schön. Ich finde das phänomenal. Ja, der schönste Tag in seinem ganzen Leben. Wunderschön, phänomenal. Ja, er ist doch geil, oder nicht? Das heißt, er hat die doch total vernatzt und die bringen das auch noch irgendwie auf das Video und veröffentlichen den Quatsch. Also eigentlich merkt man daran eher, dass die verarscht wurden, dass sie sogar die Kinder das nicht wirklich glauben. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Rap-Projekt zu den Rollenbildern, wo dann eben hier diese Texte entstehen, wie wir sind alle gleich, dass sie dementsprechend auch als unrealistisch empfunden werden. Die Jungs hören anderen Rap und da wird das Gegenteil erzählt, da wird, was vielleicht auch nicht in Ordnung ist, aber es ist ja nun mal so, da wird dann von Nutten und Kohle und schnellen Autos oder was weiß ich gelabert. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Halt dein Maul, Frau. Du gehst mir auf den Sack. King Orgasmus One fickt jetzt tief in deinen Arsch. Fotze. Mach mir was zu essen. Und hier in der Schule sollen sie jetzt das Gegenteil ja praktisch befürworten und gut finden und so weiter. Ja, dass die da diejenigen verarschen, das liegt doch auf der Hand. Und das sollte man vielleicht einfach auch mal raffen als Erwachsener, ne? Wenn man da so vernatzt wird. Für mich ist es auch der schönste Tag in meinem Leben, finde ich. Es war super schön. Ich finde das phänomenal. Naja, für dieses Video dürfte es das jetzt erstmal gewesen sein, wegen der 15-Minuten-Beschränkung, aber ich mache da noch ein bisschen was zu. Denn die hauen dieselben Plattitüden auf perfektionierte Weise raus, wie man sie von überall kennt. Und ja, ich sag mal als Beispiel, Frauen haben nicht alle Rechte und als Grund dafür wird dann immer genannt, dass sie nicht überall 50% vertreten sind oder sowas. Wir müssen die Lebenswirklichkeiten von Frauen verändern. Überall auf der Welt. Und dazu müssen Frauen teilhaben. Dort, wo es um Macht, Geld und Einfluss geht. Festakt zur Peking Plus 20 Kampagne in Berlin. Wir können die Welt gerechter machen. Change is possible. In unserem Grundgesetz steht, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Das ist aber noch nicht die Realität. Die Gleichstellungspolitik steht auf der globalen Agenda ganz oben. Sie soll unter Einbeziehung der Männer schneller erreicht werden. So fordert die Kampagne He for She moderne Männer dazu auf, an einer erfolgreichen Umsetzung von Genderpolitik teilzuhaben. Wer Frauen stärkt, stärkt die Welt. Machen Sie mit. In 12 Handlungsbereichen wie Bildung, Gesundheit, Bekämpfung von Gewalt, Umwelt und Medien benennt die Aktionsplattform über 50 strategische Ziele und 500 Maßnahmen. Daraus ergeben sich über 1000 Aufgaben für Regierungen, Parlamente, Medien, Unternehmen, Zivilgesellschaft, internationale Organisationen und Privatpersonen. Jeden Monat wird einer der Themenschwerpunkte der Aktionsplattform besonders herausgestellt. Denn wer Frauen stärkt, stärkt die Welt. Mach mit! Und ebenso bei internationalen Tagen immer diese Teilhabe von wegen Gleichstellung und so weiter. Ja, das kotzt echt ab. Aber davon dann im nächsten Video über das Bundesfrauenministerium. Tschüss, danke fürs Zuhören.